Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Flüchtlingspolitik ist sicherlich menschenwürdig, wenn sie früh morgens ohne Ankündigung, ohne sich an die Absprachen zu halten, Absprachen mit der Kirche, Menschen, die an der Gedächtniskirche protestieren, mit Gefangenentransporter dort abholen und gleich nach Sachsen-Anhalt abschieben. Das ist die Menschenwürdigkeit wahrscheinlich, die Sie sich selbst vorstellen können, Herr Träger. Die Koalitionsmehrheit hat im Ausschuss für innere Sicherheit und Ordnung versucht, die Forderung, Asylsuchenden und Geduldeten die Teilnahme an Integrationskursen zu ermöglichen, durch einige Tricks auszuhebeln. So auch beim Antrag, über den wir heute hier beraten. Sie, die SPD-CDU-Koalition, übernimmt große Teile der Argumentation bzw. Begründung des Antrages von Linke, Grüne, Piraten und verschiebt die Umsetzung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Die Koalition streicht den Teil des Antrages, der die Teilnahme an den Integrationskursen in vollem Umfang ermöglichen soll, und koppelt die Teilnahme an Sprachkursen an eine Änderung der Rechtslage durch eine Bundesratsinitiative. Es ist richtig, die 8. Integrationsministerkonferenz am 21. März 2013 hat den Zugang von Flüchtlingen im laufenden Asylverfahren und Geduldeten zu den Sprachmodulen der Integrationskurse gefordert. Wir haben nichts gegen eine diesbezügliche Bundesratsinitiative. Im Gegenteil. Aber bis das alles seinen parlamentarischen Weg gegangen und eventuell zu einem positiven Ergebnis geführt hat, werden nicht wenige Monate vergangen sein und wenn überhaupt nur für die Teilnahme an Sprachkursen. Der einstimmig ergangene Beschluss der Integrationsministerkonferenz ist zwar begrüßenswert, geht aber nicht weit genug. Diesem Personenkreis muss der Zugang zum Orientierungskurs in den Integrationskursen ermöglicht werden. Da wir dabei sind, sind denn nun Gelder für Sprachkurse für im Berliner Haushalt tatsächlich eingestellt worden? Frau Bayram hat ja gerade eben was dazu gesagt. Aber zurück zum gemeinsamen Antrag. Asylsuchenden und Geduldeten soll die Teilnahme am ganzen Programm der Integrationskurse ermöglicht werden. Die Argumente, die für die Sprachkurse gelten und die Sie, Kolleginnen und Kollegen der Koalition, übernommen haben, müssten doch auch für die Teilnahme an dem Orientierungskurs in den Integrationskursen gelten. Die Teilnahme auch an den Orientierungskurs leistet einen wichtigen Beitrag zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Bundesrepublik Deutschland, die auch für Flüchtlinge von hoher Bedeutung ist. Hinter Ihrer Ablehnung steckt ja die unsägliche, angstbesessene, auf die Verteidigung des Abendlandes ausgerichtete Politik im Asyl- und Flüchtlingsbereich. Behandeln wir die Asylsuchenden, Flüchtlinge und Geduldeten gemäß dem Auftrag unseres Grundgesetzes und der Berliner Verfassung. Ermöglichen wir ihnen die Aneignung von weiteren Kenntnissen und Kompetenzen. Geben wir ihnen die Möglichkeit, sofern sie keinen Arbeitsplatz haben oder nicht arbeiten dürfen, diese Zeit sinnvoll zu nutzen. Auch dies gehört unseres Erachtens zur Willkommenskultur. Herzlichen Dank.